Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Immer steht er in der Bilderflut ihrer Zeugung, ihrer Keimnis. Selbst die Schatten tragen ihre Glut. Trächtig ist er jeder Schichtung, denkerisch erfüllt und aufgespart. Mächtig ist er der Vernichtung, allem Menschlichen, das nährt und paart. Ohne Rührung sieht er, wie die Erde eine andere ward, als ihm begann, nicht mehr stirb und nicht mehr werde. Formstill sieht ihn die Vollendung an. Wer allein ist, ist auch im Geheimnis. Niemand ergründet so viel von den Geheimnissen der Welt wie der Einsame. Er ist sogar im Geheimnis, wie in einem Haus. Immer steht er in der Bilderflut. Der Einsame nimmt die Welt besonders intensiv in sich auf. Er hat immer einen offenen Blick für sie. Die Bilder der Welt strömen auf ihn ein und sei es sogar gegen seinen Willen. Ihrer Zeugung, ihrer Keimnis? Er hat den Blick für das Entstehen und für die Entwicklung von den Bildern, also von dem, was sich in der Welt tut. Selbst die Schatten tragen ihre Glut. Auch da, wo keiner Erkenntnis vermutet, wo nur Schatten und kein Licht hinfällt, spürt er die Glut der Bilder. Es gibt nichts in der Welt, was für ihn nicht in irgendeiner Form der Erkenntnis dient. Trächtig ist er jeder Schichtung, denkerisch erfüllt und aufgespart. Jetzt wird es sprachlich etwas wirr. Er ist selbst, genauer, sein Denken, von jeder neuen Schicht Bilder erfüllt. Er trägt sie trächtig in sich, als wenn er aus ihnen etwas gebären soll, ein Kunstwerk vielleicht. Andererseits ist er selbst für etwas aufgespart, als wenn die Welt darauf wartet, dass etwas mit den Bildern in ihm passiert, dass er von den Bildern erfüllt eine Art Wunder vollbringt. Wieder ein Kunstwerk gemeint? Mächtig ist er der Vernichtung, allem Menschlichen, das nährt und paart. Grammatisch sehr verworren. Er ist einer Vernichtung mächtig, also in der Lage, etwas zu vernichten, aber er ist nicht etwa mächtig, alles Menschliche zu vernichten, Akkusativ, sondern allem Menschlichen gegenüber, Dativ. Ist er in irgendeiner Form zur Vernichtung fähig? Genauer, allem Menschlichen, das nährt und paart. Er kann sich also den ursprünglichen menschlichen Trieben, Fressen und Sex, versagen. Ohne Rührung sieht er, wie die Erde eine andere ward, als ihm begann. Ohne Gefühle zu empfinden, steht er der Erfahrung gegenüber, dass sich die Erde verändert hat. Als ihm begann, soll man wohl als ein »als ihm der Anfang zuteil wurde« verstehen. Nicht mehr stirb und nicht mehr werde. Formstill sieht ihn die Vollendung an. Kein Werden und Vergehen beeindruckt ihn noch. Für ihn ist alles vollendet. Das heißt wohl so viel wie, wenn alles auf die gleiche Weise entsteht und vergeht, ist es so, als ob sich gar nichts mehr entwickelt, sondern die Welt immer gleich ist, ihre Entwicklung also für ihn vollendet ist. Seltsam genug? In diesem Gedicht ist jemand von seiner Genialität, die ihn einsam macht, oder auch der Einsamkeit, die ihn genial macht, so überzeugt, dass er sich über die ganze Welt erhebt. Andererseits verschleiert er in seltsamen grammatischen Bezügen, was genau man denn von ihm erwarten kann.